Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Albion. Ja, und macht uns das Licht aus. Sehr schön drin. So, ich habe hier Brute Force betrieben und habe das Rätsel mit den Platten irgendwie gelöst. Ich weiß nicht, was am Ende die richtige Kombination war. Ich bin irgendwann ziemlich einfach nur auf den Schaltern rumgelatscht und irgendwann hat es Bebüm gemacht und dann waren alle Wände weg. Wir schauen mal, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Wenn nicht, muss ich ein bisschen jammern. Ah, jetzt sagt das Spiel auch, es waren 10 Goldmünzen, okay? Nehmen wir dankend an, aber so richtig vom Hocker haut mich das nicht. Wieder ganze 10 Goldmünzen. Mhm. Wenn das so weitergeht, muss ich ein bisschen Mimimi machen. Hätte ich das nämlich vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Also, wenn das jetzt wirklich nur 60 Gold wären, für 60 Gold können wir uns eh kaum was kaufen. Also, wenn ihr das Spiel spielt und keine Lust habt, die Kombination rauszufinden, lohnt nicht. Kurz gesagt, lohnt nicht. So, dann gehen wir nochmal runter. So, da waren wir in der letzten Folge stehen geblieben und da hatten wir da unten die Tür schon geöffnet. Und dort werden wir jetzt mal durchmarschieren. Und schauen, was es dort gibt. Ah, Rinris. Sehr schön. Wieder Rinri 1. Dann kommen wir mal bitte ran. So. Schaut mal, dass ihr den da platt kriegt. Du hilfst bitte auch. Und du gehst bitte schon mal auf den da. Aber ich gehe mal davon aus, dass die anderen flüchten. Sobald der da das Zeitliche segnet, oder? Wir setzen mal nochmal an und dann sehen wir, ob sie wirklich flüchten werden. So, jeder was zu tun. Ja. Dann war schön, euch getroffen zu haben. Na gut. So, wieder. Wieder Glaswände. Bitte nicht wieder irgend so ein Schalterrätsel, was ich nicht verstehe. Da ist noch anderes Viehzeugs dabei. Kids. Aha, könnt ihr mehr als so ein Rinri? Wir werden es gleich erfahren. Also Theorie ist, wenn wir das Rinri umkloppen, flüchten alle Rinris. Dann fangen wir damit schon mal an. Es hat ja bisher immer geklappt, dass die drei gemeinsam raufgeklopft haben. So, dann finden wir jetzt mal raus, was so ein Kids drauf hat. Wieso lebt das Rinri noch? Okay, Tre, dann geh du schon mal aufs Kids. Und die anderen beiden kriegen bitte mal der Trinri tot. Geht das? Kriegen wir das hin? Ich glaube, das Kids ist schon tot. Okay, warum mache ich mir Gedanken? Trill hat mal eben ein Kids aus dem Leben gehauen. Mhm. Alles klar. So, müssen wir noch so ein Rinri umkloppen oder. Nee, Moment mal, du gehst bitte auf das Kids. Und du hilfst ihm bitte. Und dann schauen wir mal, was das wird. Ja, bisher nicht so schrecklich. Ich habe auch so das Gefühl, wir hätten zuerst hier gehen können. Bei Not ja eigentlich das Problem war. Und dann Asrimalina und uns mit den Kondi 2 anlegen. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel für eine Intention hatte. Wir nehmen es jetzt einfach mal hin und starten noch eine Runde. So, die Rinris gehen. Dann spielen wir mit den Kidslines. Ich habe jetzt einen Rehkids vor Augen, auch wenn es keinen Sinn macht. Du hörst mal bitte, Rainer. So, und du machst halt Pause und du auch. So, noch ein Kids weniger.
Na gut. Du brauchst ein neues Kit. Du gehst nur auf den da hinten. Du gehst dahin und du stellst dich dann bitte mal ein Feld nach vorne. Da hat uns das letzte Rinrie verlassen. Die Viecher sehen super gruselig aus, aber so richtig viel drauf haben sie nicht. So, nee. Du sollst nicht angreifen, du sollst dich bewegen und zwar dahin. Na gut, immerhin mal mehr Erfahrungspunkte. So, was hat schon wieder mit diesen Wänden auf sich? Da ist ein Schalter hinter der Wand. Kommen wir nicht ran, das war irgendwie klar. So, wir haben noch diverse Türen. Dann gehen wir jetzt erstmal da unten durch die Tür und ignorieren mal die bunten Wände. Nochmal ein Angriff. Wieder neue Gegner. Brock. Okay. Dann geh du mal bitte alleine auf so ein Brockviech. Ihr beide geht aufs Kids. Du hast ja Dinge, die da kommen. Und dann drücken wir einfach mal Start. Wobei, heil du mal bitte noch ein bisschen Trier. Ist ja sonst nichts zu tun. Okay, ein Brock ist tot. Oh. Ups. Okay, die werfen mit Steinen nach uns. Das ist ja unhöflich. Aber damit kommen wir klar. So, ihr seid nur auf dem. Dann geh du bitte auch mal nach vorne. Ich scheine ja nicht so den Mörderschaden zu machen. Ja, geh du auch mal nach vorne. Mittlerweile haben wir einiges in Rüstung. So, du machst bitte eine Heilung auf Sira. So, und dann go. Noch ein Brock tot. Na gut. So, ihr geht mal gemeinschaftlich auf das Brock-Ding da. Du haust auf den da und du hilfst ihm bitte. Und Rill macht mal ein Päuschen. Oh oh. Etas? Heilung auf deine eigene Wenigkeit. Danke. So, du greifst da an, du greifst den da an, dann hast du nichts zu tun, dann greifst du den da an. Und go. Ich meine, dadurch, dass die Fernkampfattacken haben, kann man halt seine schwachen Leute weniger abschirmen, aber das ist auch nicht mehr das Problem. Vor allen Dingen, der da hinten nervt halt jetzt eigentlich. Du machst mir bitte Magie anwenden. Heilung auf Rainer. So, du hast was zu tun. Du bewegst dich mal bitte dahin. Dann kannst du mit dem Brock da spielen. In der nächsten Runde. Na gut. Wenn er noch leben würde. So. Trill, beweg du dich mal bitte dahin und hilf Rainer. Und der Rest wartet ab. Ups, ich hätte die Heilung bremsen sollen. Du machst mal bitte gerade nichts. Du bewegst dich dahin. Du bewegst dich dahin und dann... Naja, wie auch immer. Das Kids hat keinen Bock mehr auf uns. Dann greifen wir bitte nur noch den Brock da an. Ja. Ciao, Kids. Wow, 5 Steine. Ne, 55 Steine. Wollen wir die? Wir nehmen sie mal mit, weil ich keine Ahnung habe, ob wir hier noch Schleudern finden werden oder was auch immer. Ah, da ist nicht der Schalter, den wir durch die Wand gesehen haben. Aber...
Was ist hier passiert? Was? Warum ist die Gruppe fast tot? Ich habe kurz auf den zweiten Monitor geguckt, um zu gucken, wie lang die Folge schon ist. Was ist hier passiert? Wir schlafen mal eine Nacht drüber. Ich habe Angst, mich zu bewegen. Aus naheliegenden Gründen. Was ist hier passiert? Was zur Hölle war hier? War das der Hebel? Ah, ich glaube, die Wand hat sich jetzt bewegt. Jetzt ist der Schalter noch frei. Will ich den Schalter ziehen oder will ich das eher nicht? Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Ah, wir gehen zuerst mal weiter gucken. Angst. Und zwar ganz viel. Na gut, da unten ist noch eine Tür. Wir tun einfach mal so, als wären nichts passiert. Mach du mal bitte ein bisschen Heilung auf diverse Leute. So, einfach fürs Gefühl. Was zur Hölle ist hier passiert? Wisst ihr, was hier passiert ist? Was habe ich getan? Mein Herz rast jetzt. Ich habe Angst, dass wir bei dem nächsten Klick noch wirklich sterben, weil Trill hat ja gerade so überlebt. Okay, gut, dass wir geheilt haben. Nicht weiter drüber nachdenken. Aber ich glaube, es war der Schalter. Was lernen wir daraus? Nicht an jedem Schalter ziehen. Das lerne ich schon seit meinem allerersten Let's Play und habe noch keine Fortschritte gemacht. Dummdi-dumm. Ciao, Winries. Schön, dass ihr da wart. Und noch ein Angriff. Diesmal Kids. Na super. So, dann... Ich stell dich nach dem Kampf mal eins nach vorne. Du hast mittlerweile so viel Rüstung und Lebenspunkte, dass du das schon aushältst. So, du schlägst auf dem da rum. Du den da. Go. Ich stehe immer noch irgendwie unter Schock. So, zack, fertig, go. So, Trill, du gehst auf den da. Du kannst mal helfen und du bleibst auf dem linken. Und dann schauen wir, was passiert. Tom braucht mal eine Heilung. Rainer braucht eine Heilung, so rum. Nee, du sollst dich eigentlich bewegen dahin. So, und dann macht dem den Gar aus. Und dann haben wir Yvonne. Altersstufe 23. So, was wollte ich machen? Ich wollte Siobhan umstellen. Und zwar nach vorne. So, zack. Haben wir getan. Ah, ich sehe eine Kiste. Dann trauen wir uns mal in die Kiste ran und hoffentlich... fliegt uns da nichts um die Ohren oder so. Aha, Dietrich. Blauen Heiltrank, wieder eine Halskette. Auch Schutz 1, Flinkheit. Könnte Beweglichkeit oder so, ich weiß gerade nicht, wie das in dem Spiel heißt, sein. Muss ich im Handbuch nochmal gucken, was uns das konkret bringen würde. Antidot, Krankheit geht zum Melters. Die Fackeln gehen hier hin und die 18 Gold kannst du auch haben. So, wir leben noch.
So, dann schauen wir mal, ob das Amulett wirklich gut ist. So, wir hätten Geschicklichkeit. Könnte Trefferwertung oder so sein. Also 40 hat er da. Ah nee, es geht nicht die Geschicklichkeit hoch, es geht Schnelligkeit hoch. Ah, gut, Schnelligkeit ist dann, dass er im Kampf schneller dran ist. Ja gut, das sehe ich aber dann eher bei Siobhan, weil sie, glaube ich, ein bisschen mehr Flurschaden macht als er. Dann tauscht mal bitte die Halsteile. So. Okay, wir haben was Tolles gefunden. Und orientieren uns weiter. Also hier ist noch der Schalter, wo ich mich nicht traue, den zu ziehen. Das vertagen wir auch noch ein bisschen. So, hier sind wieder die bunten Wände. Und dahinter ist nochmal eine Tür. Da, die da. Und wieder ein Angriff. Ah, die Kids werden mehr. Aber das ist nicht so tragisch. Bei Trill schafften Kids alleine. Geht ihr beide mal auf den da und du kannst... Du gehst auch mit denen auf den da. So, Trill, enttäuscht mich nicht. Sehr schön. Wie, euer Kids, auf dem ihr zu dritt rumklopft, lebt noch? Das ist enttäuschend. Aber okay. So, ihr beide... Ne, ihr geht alle drei da drauf, das ist ein bisschen viel. Geh du schon mal auf den da. Trill, die Kampfmaschine. Macht einen Kids nach dem anderen tot. So, Siobhan braucht Heilung. So, Trill, die Kampfmaschine, macht bitte den nächsten. Und du, ihr geht auf den da. So, der ist tot. Dann geht Trill auf den da. Ihr beide mit Sira zusammen auf den da. Ah, die Heilung muss ich noch canceln. Kein Mana mehr. Du machst mal bitte nichts mehr. In Ember Star und Ember Moon habe ich immer geflucht, weil die Magier jede Runde dieselbe Instruktion immer wieder haben mussten. Und jetzt vergesse ich es abzubestellen. Oh ja. So, dann hilft du Trill, auch wenn er die Hilfe nicht brauchen wird. Und zack, zack. Macht sie tot. So, Trill, Bewegung da lang, du angreifen dahin und go. Dann Trill bringst zu Ende. Sehr schön. So, ich hätte jetzt das Bedürfnis, nochmal zu schlafen. Aber das geht noch nicht. Das ist unschön. Dann probieren wir mal, wie viel so ein Mana-Trank kann. Hatten wir mal probiert und da kam, glaube ich, was mit Mana. Sein Kopf klärt sich ein wenig, seiner geistigen Energie kehrt zurück. Ja, das war wirklich ein wenig. Das war quasi nix. Aber okay, es reicht für 4 Heilungen. Wann Heilung auf ihn da. Jetzt sind wir wieder ready to go. Na gut, dann gehen wir mal durch die Tür da gucken. Finden die nächste Tür. Wie viele Türen gibt es denn hier noch? Schon wieder eine Tür. Moment, das war's? Das ist aber nur Deko. Ah, das ist nicht Deko. Und wieder X-Gold. Na, supi. Supi, klasse, mega toll. Dann gehen wir durch diese Tür. Und da kommen Brocks. Sartre hat einen Brock alleine gemacht. Dann geht Tom mit den beiden Mädels bitte auf den anderen.
kriegen wieder Steine um die Ohren. So. Ja, dann geh du bitte auch mal nach vorne. Kannst du eigentlich... Nee, sie kann nicht nach vorne gehen. Jetzt blockieren uns die beiden Drogs da. Das ist ernüchternd, aber okay. Das Spiel weiß schon, warum die Fernkampfattacken haben. So, unsere Damage-Maschine hat keine Reichweite. Dann müssen die anderen zuerst mal aufräumen. So, ihr zwei bleibt dann auf dem und ihr geht dann zu dritt, auch wenn es Overkill ist, auf den da. Warum lebt der noch? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Ja, vorrücken können wir jetzt nicht. Und dann hätte ich gerne noch eine vorletzte Heilung auf Rainer. Okay, der ist tot. Heilung abbestellen. Du machst nichts. Du gehst da drauf und du gehst mal bitte schon mal in... Ah nee, jetzt habe ich sie aber vergessen. Ja, geh du mal dahin. Wir nehmen jetzt nicht die Steine mit. Wir haben 55. Ja, wir verzichten auf die Gegenstände. Oh, noch eine Kiste. Wow, Antidot-Krankheit. Und Antidot-Verrücktheit. Und drei Nahrung. Schöcke. Na gut. Wo waren wir jetzt noch nicht? Moment, da können wir noch ein Kästchen aufdecken. Da irgendwas übersehen? Nee. Habe ich nichts übersehen? Okay, dann gehen wir. Da unten durch die Tür. So. Und dann geht uns das Licht aus. Und dann werden wir dann nach der Pause dann mal noch den anderen Schalter da ziehen und mal schauen, was dann passiert. Ob dann die Welt explodiert oder was auch immer. Weil den haben wir gerade abgespeichert und dann kann nicht allzu viel passieren. Außer, dass wir vielleicht ein Game Over haben, aber dann kann man ja schnell wieder laden. So, du gehst schon mal da drauf. Ihr beiden Hübschen geht da drauf. Du hilfst Rainer und du machst deinen Kids alleine. Zack, zack. Ja gut, dann machen wir das noch eine Runde. So, und du gehst auf den Brock, ihr beiden Hübschen geht auf den. Und go. Dann gehst du auf den. Du bewegst dich nach da. Wieso lebt der ganz linke eigentlich noch? Und wieso lebt Tris Brock noch? Oh, Meltas, hilf mal bitte. Jetzt lebt er nicht mehr. So, ein Kitz noch. Bewegen, angreifen, das da und go. Und tot ist er. So, die Steine lassen wir bitte hier. Ja, Spiel, ich will keine Steine. Oh, eine Kiste. Kiste. Ah, wir müssen mal schauen, dass wir nochmal die Triche bekommen. Ein Dokumentteil. Ah, scheint auch sehr wichtig zu sein, wenn man ihn nicht wegwerfen kann. Dann packen wir das mal ein, wenn das so wichtig ist. Das können wir benutzen. Vielleicht sollten wir das mal Kontos zeigen. Weil er sollte ja eigentlich wissen, was in seinem Kalender, genau. In seinem
Er sollte wissen, was in seinem Kalender gelagert ist. Ich wollte eigentlich Keller sagen. Dann macht der Satz nämlich auch Sinn. Wie komme ich jetzt auf Kalender? Manchmal muss man sich über sich selbst so ein bisschen wundern. Okay, da hinten ist der potenziell tödliche Schalter. Und da haben wir noch eine Tür. Okay, dann gehen wir in die Pause und ziehen nach der Pause den Schalter. Also, bis gleich.